Herzlich willkommen, wir sind hier auf der Mobile World Congress bei HTC und wir gucken uns das HTC Wildfire S an. So sieht das aus, das ist die Vorderseite. Gucken wir uns einmal die Vorderseite ein bisschen näher an. Hier oben Lautsprecher, dann unser Touchscreen. Dann haben wir eigentlich auch schon unsere Touch-Tasten, nämlich so sehen die aus. Einen Cursor haben wir zum Beispiel nicht. So sieht die Vorderseite aus. Das Telefon gibt es in drei Farben. Das ist jetzt weiß. So sieht die linke Seite aus. Laut und leise wird man nämlich hier schön, ganz gut, dass man darauf drücken kann. Also eine gute Haptik auf jeden Fall. Der Micro-USB-Anschluss natürlich da. Dann Fußbereich sieht so aus. Mikrofone. Ich habe die Möglichkeit, Lanyard durchzuschließen. Rechte Seite ist plain. Da ist keine Verarbeitung, keine Knöpfe sind beigelegt worden. Ansonsten Kopfbereich sieht so aus. Das ist das HTC Wildfire S. So sieht's aus. Knapp 280 Euro wird es kosten und das ist auch bald verfügbar. Gucken wir uns einmal die Software an. Ich hoffe, es läuft. Genau, es ist Gingerbread OS 2.3, meine ich. Und was sich geändert hat, wie ihr seht, beim Sense UI ist es nicht mehr so ein durchgehender Fluss, sondern es rastert irgendwo teilweise ein. Hier sieht man das ein bisschen deutlicher. So sieht das zum Beispiel aus. Und gucken wir uns einmal noch mal etwas anderes an. Ja, das ist jetzt startet automatisch immer wieder. Das sind jetzt Telefone, die noch nicht final sind. Insofern ist es natürlich hier einigermaßen. In Settings gucken wir uns da. Is this a not final product? That is. It is a final product? Final product.